das schöne Vögelgezwitscher an. Und das Gequieke meiner Tochter im Hintergrund. Ja, ich bin gerade mit Runa draußen, mache eine ganz kleine Tour. Ja, du kriegst gleich was, Runa. Und heute geht es um etwas, weswegen Runa hier schon quiekt. Und zwar bin ich ja öfters mal draußen mit Runa und mache kleine Touren, wo sich es aber von der Zeit her einfach nicht lohnt. Ja, ein ganz toller Stockmaus. wo sich es einfach nicht lohnt, was Gescheites oder was Großes zu kochen. Da gibt es einfach einen kleinen Snack. Ja, und heute habe ich das hier dabei und ich zeige das mal in Größe, nachdem Runa ein Stück bekommen hat. Willst du ein Stück haben, Runa? Ja. Hier. Und zwar sind das hier selbstgemachte Müsli-Riegel. Und ich habe früher öfters mal Müsli-Riegel mitgenommen auf Tour, weil ich dachte, Mensch, das ist ja eigentlich ein ganz gutes Essen. Hat viel Power, Nüsse, Kerne und so weiter, Trockenfrüchte. Das liefert erstens Energie, macht lange satt und ja, ist einfach gesund. Jetzt habe ich aber mehr und mehr gemerkt, dass die gekauften Müsli-Riegel einfach Müsli-Riegel unheimlich süß sind. Oh, wer schreibt denn hier dauernd? Also Tim und meine Frau, ihr stört gerade mein Video. Ja, ich habe aber mehr und mehr gemerkt, dass die gekauften Müsli-Riegel mega süß sind. Da ist einfach unheimlich viel Zucker drin. Das zieht mir richtig in den Zähnen, diese Süße. Das finde ich richtig eklig. Und der hier hat eine richtig geile Konsistenz. Federt so ein bisschen nach. Und ist aber nicht irgendwie nass. Also babbt nicht. Er ist richtig schön trocken. Ja, kriegst du ein Stück, Runa. Das heißt, der hält sich auch in Dosen länger, wenn man ihn aufbewahrt, weil er nicht eben so feucht ist, dass er schimmeln würde. Ist aber schön bissfest. Aber zugleich auch ja, schön massig, sage ich mal. Also der macht lange satt. Ich habe den nicht nur auf Outdoor-Tour mit, auch zur Arbeit, in die Berufsschule oder wo auch immer. Und ich habe den schon einigen Leuten angeboten. Die haben gemeint, boah, die sind richtig lecker, Klaus. Wie hast denn die gemacht? Rezept her und so weiter. Willst du noch ein Stück haben? Ja, ihr seht, uns schmeckt es beiden. Oder ihr seht nur, dass es mir schmeckt. Meine Tochter zeige ich ja nicht. Ja, ich werde jetzt mal mich auf den Rückweg begeben, so langsam. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie man diese Müsli-Riegel macht. Und ja, bis dahin würde ich erstmal sagen, wir sehen uns gleich in der Küche. So, inzwischen ist ein Jahr vergangen, weil ich einfach keine Zeit hatte durch Zwischenprüfungen meiner Fachinformatiker-Ausbildung. Aber ist ja egal, ihr merkt ja den großen Cut sozusagen nicht. Ja, für die Müsli-Riegel-Herstellung ist auf jeden Fall eine Waage wichtig. Ich habe mir eine schöne bei Amazon gekauft. Die hat nämlich den riesen Vorteil, dass da Dreifach-Batterien reinkommen und keine sündhaft teuren Knopfbatterien. Ich merke gerade, hier ist noch eine Schutzfolie drauf. Ja, dann würde ich sagen, legen wir mal direkt jetzt los. So, und dafür brauchen wir eigentlich gar nicht viel, wie ihr seht. Müsli, Salatkerne-Mix, das sind Sonnenblumenkerne, Kürbiskerne und Pinienkerne gemischt. Apfelmus, Honig. Und ja, jetzt werden wir erstmal alles abwiegen in der Schale hier, was wir da genau brauchen. So, und zwar als erstes 400 Gramm Müsli. Ich habe hier dieses tolle Knuspermüsli Erdbeer vom Aldi. Das ist für mich das Beste, das Schmackhafteste. Und ja, da nehmen wir jetzt erstmal 400 Gramm von. So, Punktlandung 400. Dann 100 Gramm von diesen Kernen hier. Na, welcher Kern macht denn jetzt hier die 500 mal voll? So. So, jetzt haben wir insgesamt 500 Gramm hier schon mal drin und Zutaten. Als nächstes kommen 100 Gramm Mehl rein. Das habe ich hier in der Dose drin. Kann man vielleicht auch Vollkornmehl nehmen, wer es möchte. Ich brauche es nicht. Mir reicht hier das normale Weizenmehl. So. So, als nächstes kommt
150 Gramm Apfelmus dazu. Eigentlich wollte ich hier auf Tara. So. So. Und die letzte Zutat sind 100 Gramm Honig. Da nehmt am besten den flüssigen, weil wenn ihr den festen nehmt, dann ist das furchtbar zu durchzumischen gleich. Zack. So. Und das jetzt einfach gut durchmischen, bis es ein schöner, fester Einheitsbrei wird. So, ihr seht, da ist jetzt kein Mehl mehr unten. Das ist auf jeden Fall gut durchgemischt. So, als nächstes brauchen wir eine feuerfest, also Backofen geeignet zur Auflaufform. Ich habe hier diese quadratische, die ist ungefähr 20 x 20 cm und so ja, 5 cm hoch. Das reicht auf jeden Fall von der Höhe. Dann ein Stück Backpapier und jetzt wird erstmal die Form hier mit dem Backpapier ausgekleidet. So, und da hinein kommt jetzt der Einheitsbrei. So, jetzt wird das alles schön verteilt und nach unten gedrückt. Dafür ist dieser Küchenspatel hier super, dieser Teigschaber. Und schön gucken, dass es überall gleichmäßig dick ist. Auch schön in die Ecken und in die Kanten reinpressen. Kommt das Ganze in den Ofen und gebacken wird es bei 170 Grad für 20 Minuten. Ofen vorheizen ist eigentlich generell Quatsch, da weiß man inzwischen, das ist eine Erfindung der Energieerzeuger, das hat überhaupt keine Relevanz. Wir packen das jetzt direkt in den Ofen, stellen 170 Grad ein und machen dafür 2-3 Minütchen länger, das reicht völlig aus. So. Umluft 170 Grad. Mittlere Schiene. So. So, und statt 20 Minuten nehmen wir jetzt 23. So, der Wecker piepst. Riecht schon mega geil. Ja, ist auch gut. So, das Wichtige ist jetzt, den erstmal zu stürzen, den riesen Müsli-Riegel. Jetzt nicht ewig liegen lassen. Der muss zwar noch auskühlen, aber er ist jetzt im
warmen Zustand am besten zu schneiden. Und deswegen machen wir das jetzt als erstes direkt. So, ist ja auch was sinkt. So, ich mache immer erstmal einmal der Hälfte nach und dann die einzelnen Riegel draus schneiden. Und ich finde, diese Form ist eben von der Größe perfekt, weil das richtig schöne Riegel gibt. Ja, und das ist wichtig, das im warmen Zustand zu machen, weil wenn das erstmal hart und getrocknet ist, habt ihr da keine Chance mehr, gescheite Riegel auszuschneiden. Und wenn ihr euch die mal anguckt, ist jetzt noch sehr heiß, aber die sehen doch köstlich aus. So, ich lasse jetzt mal die hier ein bisschen liegen, auskühlen, dass sie so Raumtemperatur haben. Und dann gibt es mal eine Live-Verkostung, würde ich sagen. Jetzt sind die Riegel einige Zeit abgekühlt und man sieht's, flexibel, aber nicht bröselig. Und jetzt wird erstmal probiert hier. Ja, du kriegst auch gleich Huna. Boah. Mega geil. Das ist wirklich Powerfood hier ohne Ende. Da ist Energie in so einem Riegel drin. Ja, guck mal hier. Das Gute ist halt, wenn man die isst, da gibt es keinen Zuckerflash über den gekauften aus dem Kolonialwarenhandel oder Supermarkt. Weil hier eben nicht so viel Zucker drin ist. Man merkt das bei den gekauften. Das zieht halt richtig in den Zähnen, so süß sind die. Und hier einfach nur geballte Energie. Das hier ist wirklich eine Outdoor-Nahrung, kann man sagen, oder eine Zwischenmahlzeit, wenn man davon zwei, drei isst. Wohingegen die gekauften definitiv als Naschwerk bezeichnet werden müssen, weil das ist einfach eine Süßigkeit und nicht wie hier eine Zwischenmahlzeit, sage ich mal. Warm schmecken natürlich mega geil, aber nicht dran gewöhnen. Schmeckt gut, Geruna. Wie schmeckt der Riegel? Genau. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, also die hier auf jeden Fall richtig Powerfood. Mega lecker. Und ja, warm schmecken natürlich noch ein bisschen besser, aber da braucht man sich nicht dran zu gewöhnen, weil die natürlich schnell kalt sind und man sie in der Regel auch dann kalt isst. Zur Lagerung, natürlich werden die sich nicht so lange halten wie irgendwelche eingeschweißten aus dem Supermarkt. Dafür hat man hier eben keinen Plastikmüll, nur ein Backpapier, was man aber für die nächste Ladung wiederverwenden kann. Und ja, wir hatten die schon mal zwei, drei Wochen in der Dose liegen, so einer Emser-Dose mit so einem, kann ich gerade mal zeigen. Lock- und Lockdosen sind scheiße, weil da ist nämlich dieser Gummiring hier oben, der ist nur eingelegt und da sammelt sich meistens Dreck dazwischen und das ist dann ein Bakterienherd. Wohingegen die hier, das sieht man vielleicht auch fest, mit dem Deckel verschweißt sind und die sind einfach viel besser sauber zu halten. Ja, und so eine Dose vollgeknallt mit Riegeln und dann halten die auch zwei, drei Wochen locker. Ja, aber da muss ich noch ein bisschen für warten. Die sind noch ein bisschen warm und solange sie warm sind, dünstet auch noch ein bisschen die Feuchtigkeit raus vom Apfelmus und vom Honig. Nicht an der Kamera wackeln, Maus. Und ja, die sind auf jeden Fall, wenn sie trocken sind, gut haltbar und schmecken einfach mega lecker. Guck. Willst du noch ein Stück? Ja, komm mal her. So, vom Kind auch genehmigt, das kriegt er das Handy. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Zelda, wer es nicht erkannt hat, die Schattenweltmelodie.
So, ich habe jetzt hier mal 8 Stück dran gemacht. Oben 4, unten 4. In so einer Dose bleiben sie auf jeden Fall schön lange frisch. 8 Stück hier in so eine 0,8 Liter Dose. Das ist auf jeden Fall ganz praktisch. Und die anderen 4, die werden einfach... 2 sind schon gegessen worden, weil die einfach warm mega geil schmecken. Die anderen 4 nehme ich jetzt gleich mit raus auf eine kleine Tour mit Runa. Für mich und Runa. Für Runa und mich, so rum. Und ja, der Rest hier, der wird dann bei Bedarf gegessen. Aber mega lecker auf jeden Fall. So, ich habe prompt noch einen gegessen, so lecker sind die. Ja, ich werde auf jeden Fall die Rezeptmengen der Zutaten nochmal in die Videobeschreibung stellen. Da habt ihr es nochmal auf einen Blick zusammen. Und ja, backt sie gerne mal nach und schreibt in die Kommentare, wie ihr sie findet. Oder wofür ich auch empfänglich und offen bin, auf jeden Fall Rezeptvariationen, die ihr vielleicht habt. Da wäre ich auch daran interessiert, ob ihr die anders macht, ähnlich macht oder noch was hinzufügt. Oder weglasst. Und ja, da bin ich mal gespannt, was da so in die Kommentare kommt. Ja, in diesem Sinne jetzt endgültig bis zum nächsten Video. Und das soll es an der Stelle gewesen sein. Nur eben umgedreht, die beiden Sätze.